Ja, Freunde, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind wieder unterwegs auf der Ellersbach und haben in der letzten Folge die Rundballen vom Feld geholt, haben welche in den Stall gefahren, in unseren Verteiler und fahren jetzt die anderen Rundballen alle verkaufen, die wir jetzt hier noch haben. Also insgesamt gerade 30. 29 Strohrundballen und einen Silagerundballen und mit dabei, nicht in-game, sondern nur im Discord und am Shoppen ist der Thomas. Grüß dich. Geld ist genug ausgegeben worden. Nee, heute shoppen wir nicht mehr. Wir shoppen nur einen Tag. Okay, dann morgen erst wieder, Thomas. Nein, morgen auch nicht. Das Geld reicht erstmal. Gut. Also der Thomas hat sich... Das ist so ein kleiner, wie in der letzten Ellersbach-Folge auch, haben wir das schon mal bequatscht. Und zwar, Thomas ist so ein Modelleisenbahn-Fetischist, kann man es nennen. Und nicht Fetischist. Sondern? Einfach nur eine kleine Leidenschaft. Ja, oder eine Leidenschaft, die auch im Keller steht. Und ja, man hat sich eine neue Lok gegönnt, gekauft, wie auch immer. Und ja. Andere gönnen sich eine Kiste Bier, ich gönne mir halt Ello. Richtig. Ich bin aber mal ganz kurz. Jawohl. Gut. Gut, wir haben alle Rundballen verkauft und sind auch hier direkt beim Maschinenring und können dann da auch den Ballenwagen wieder direkt wegbringen. Genau. So, dann fahren wir hier hinten. Dann machen wir erstmal hier die eine Halle zu. Die hatten wir aufgelassen. Dann machen wir die zu. Machen die auf. Fahren da rein und vorne wieder raus. Und dann haben wir das Thema mit den Rundballen auch schon gemacht. So. Genau, dann lassen wir es so drin stehen, dann kann der nächste, der dann kommt, auch direkt anhängen und den da rausholen. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt hängen wir uns an den Waldrad den Düngestreuer an und fangen da an, unsere Felder zu düngen, dass wir die auf erste Düngestufe kriegen. Dann machen wir einmal... wie heißt es, einmal Kalk drüber und dann wieder dann direkt säen über Direktsaat und ja, dann sind wir fertig soweit und müssen dann noch einmal drüber später mit Dünger und dann sind wir auch soweit fertig. Ja, da habt ihr gesehen, läuft noch die Silage in den Vermender für die Biogasproduktion. Genau, so. Dann wollte ich sagen, dann gehen wir mal kurz in den Maschinenring. Jawohl. Geben uns da Fahrmanager. Jawohl. Und kaufen da ein Güllefass. Für den Maschinenring und zwar, warte, wo ist es? Güllefass. Einmal das hier. Und wo ist es denn?
Genau, hier das 15 Meter Schleppschlauchgestelle, Gestänge für das. Das ist dann jetzt alles der Maschinenring und das werden wir dann bei Gelegenheit abholen. So, dann gehen wir wieder in unseren Hof. Das ist der Hof Wolf. Geben uns wieder Farmmanager, jawohl. Und ja. Dann steigen wir in unseren Valtra und fahren dann da erstmal Dünger. Genau, hier, das verbrennt man ordentlich, sehr gut. Mit dem erstmal Dünge streuen, Mineraldünger streuen. Oder wir könnten mit dem auch erstmal das neue Güllefass für den Maschinenring holen. Ja, genau, das machen wir auch. Fahren wir erstmal kurz da rüber und holen das Güllefass. Mal hier ein kleines bisschen abkürzen über unsere Felder. Genau. Ja, in den kommenden Folgen heißt es dann wieder Bodenbearbeitung, einsäen, wachsen lassen. Vielleicht machen wir zwischendrin nochmal Heu oder Silage, je nachdem. Also die Grasflächen wären auf jeden Fall wieder bereit dafür. Aber wir müssen halt mal gucken, was wir da machen können. Ja, beim Händler waren wir auch schon ewig nicht mehr, haben schon lange nichts mehr gekauft. Gut, ist ja auch nicht in dem Sinne direkt für uns, sondern für den Maschinenring. Ja, sehr gut, das steht schon hier. Mal kurz Lenkachse ausschalten. Hier da. Wunderbar. Schön Schleppschlauch. Ach, liebe das. Auch schön klein, 15 Meter. Alles tippitoppi. So, machen wir dann da direkt die Lenkachse wieder an. Und fahren nach Hause. Genau, das werden wir dann auch nochmal nutzen zum Güllefahren. Demnächst, dafür ist es ja da. Thomas, bist du wieder da? Ja. Dachte aber kein Ton.
Gut. Das haben wir schon mal. Und jetzt geht's ab ans Düngestreuen. Genau. Müssen wir einmal auffüllen, weil wir das letzte Mal das vergessen hatten. So. Stückchen Kaffee in der Zeit. Wie lang? Ja, wie lang hat die Lieferzeit so eine Lok? 4 Tage. Ah, okay. Das ist aber jetzt nichts aus dem großen, berühmten Kaufhaus da, ne? Du meinst Amazon? Ja, genau das. Nee, das ist vom Werk Pico. Ah, okay. Hast du auch so Märklin und sowas? Märklin selber habe ich nicht, weil Märklin fährt auf meiner Anlage nicht. Weil ich habe ein anderes Stromsystem. Ah, okay. Märklin hat 3 Leiter Wechselstrom und ich habe 2 Leiter Gleichstrom. Kriegst du da auch eine gefecht, wenn du da drauf packst? Nee, ne? Naja, wenn du, sage ich jetzt mal, einen schwitzigen Arm hast und dann dich da drauf legst und ich den Trafo volle Pulle anhab, also die 24 Volt Wechselspannung aufliegen für die Digitalisierung, ja. Das merkst du dann schon, so ganz leichtes Pritzen. Okay. So, Freunde, wir starten gerade aber jetzt so direkt geradeaus, weil wir alle Flächen eh düngen müssen. Dann muss ich jetzt nicht hier extra anhalten, Feld für Feld, sondern fahre so einmal komplett gerade. Dann sind wir auch schneller damit fertig. Meines Erachtens ist das so besser. Ja, ob da jetzt so ein bisschen Streuzeug auf dem Weg liegt, wird eh so sein. Weil so genau kann man das jetzt auch nicht steuern. Genau, meine Freunde. Hier werde ich es jetzt aber mal kurz ausschalten. So. Zack und wieder anschalten. Genau, manchmal müssen wir dem Realismus im LS einfach mal ein bisschen so die Augen zudrücken. Jeder spielt irgendwo, sage ich mal, nie komplett realistisch, in meinen Augen. Ne? Nö. Ich bin der Abkürzer. Richtig. Du bist der Durchstreuer. Richtig. Weißt du, was willst du mehr? Jeder macht irgendwo immer so ein bisschen, sagen wir mal, Blödsinn oder Abkürzen oder sonst irgendwas. Ja, oder man brennt mit 60 durch eine enge Straße, wo Leute laufen. Richtig, gibt's alles. So. Andere schmeißen ihr Gespann um. Ja. Weil die Bäume auf die Straße springen. Richtig. Oder Bäume springen auch sehr gern so auf die Straße, das kommt auch schon mal vor. Man kann dafür nichts und puff, steht auf einmal mitten im Baum, ne? Mitten auf der Straße, einfach bam. Naja. Das ist halt manchmal. Ja, so. manchmal kommen auch einfach Kurven. Die waren gestern noch nicht da. Richtig. Aber heute. Richtig. So, meine Freunde. Wir sind fertig für heute mit der Folge. Habt ihr gerade gehört. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Kommi, Abo, Glocke, alles da, wie immer. Und ja, ich bin noch ein bisschen in der Reha. Entspann mich da wahrscheinlich aktuell oder kriege irgendeine Behandlung. Oder vielleicht jetzt um 18 Uhr rum sitze ich zum Abendbrot, je nachdem. Ich weiß noch nicht, wie der Ablauf sein wird. Von daher, wir sind raus, wünschen euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, bis denn dann. Ciao. Tschüss.